bin also heute auf der Pressekonferenz für Honky Tonk, Honky Tonk 2015 und habe jetzt den Ralf Hofmann vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Herr Hofmann, was gibt es denn Neues für 2015 bei Honky Tonk zu erwarten? Also Honky Tonk wird dieses Jahr zwei Dinge besonders in den Mittelpunkt stellen. Auf der einen Seite die Konzentration auf Live-Musik. Wir werden bis auf eine Ausnahme, wo es ein schönes, authentisches DJ-Projekt geben wird, mit den Freunden von Tonquadrat, also elektronische Musik, wird es 100% Live-Musik geben. Das macht das Honky Tonk aus und dabei auch noch 60% regionale Bands. Also ich denke, wir werden eine Bandbreite an regionalen Bands präsentieren, wie es für die gesamte Region Schwanfurt-Main-Rhön wahrscheinlich in dieser Art und Weise noch nicht da war. Das Zweite ist, Honky Tonk hat in den letzten Jahren oder hat eigentlich schon immer ausgemacht, dass wir die Entwicklung, die städtebauliche Entwicklung der Stadt Schweinfurt auch mit aufgenommen haben und besondere Plätze genutzt haben. Der Skatepark wurde zum Beispiel von uns als erstes mitgenutzt, als er hergerichtet war. Und das möchten wir fortsetzen. Der Honky Tonk wird stärker Richtung Main sich orientieren. Wir werden zwei Bühnen direkt am Mainufer haben, an der Mainländer am Stadtstrand. Es wird ein Walking Act da unten noch spielen. Es wird auf der anderen Seite in der Spinnmühle noch eine Bühne sein. Und wir werden insgesamt hier einen Schwerpunkt setzen. Ein weiterer Aspekt wird sein, Spielort wird sein, der Platz vor der Stadtbücherei. Auch was Ungewöhnliches, da werden wir mit Coldcheck und Ghostrock jetzt zwei weitere großartige regionale Bands haben, lokale Bands haben. Also ich denke, wir werden viel Neues bieten im 22. Jahr bei der 23. Ausführung. Sind Sie natürlich ein Mann, der sehr viele Bands kennt und sehr viele Musiker kennt. Aber haben Sie jetzt so ein Highlight, was Sie sagen würden, da freue ich mich echt drauf auf das? Also es sind zwei Dinge aus völlig unterschiedlichen Richtungen. Auf der einen Seite haben wir mit Leadfett eine Band dabei, die im vergangenen Jahr bei Labras Banda Supportband war. Sie machen eine ganz besondere Art von Liedermaching und werden eine Art von Live-Performance hier am Skatepark auf die Bühne bringen, was wirklich, glaube ich, nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird. Und der zweite Punkt ist, dass solche Künstler wie Matze Rossi, der wirklich überregional mittlerweile sehr erfolgreich ist, das Honky Tonk als wichtigen Spielpunkt und in seiner Station sieht. Das freut mich ganz persönlich, dass er das immer einrichten kann und in dem gleichen Rahmen in eine völlig andere Musikrichtung sind es die Midyards, eine Band, die in den 60er Jahren schon in Schweinfurt aufgeräumt Schweinfurt aufgemischt hat und die mit einer unglaublichen Leidenschaft ihr Hobby immer noch frönen und sich zum Honky Tonk jetzt wieder versammeln und an der Mainländer spielen werden. Also das nur als zwei Punkte, wobei man immer sagen muss, es ist unfair gegen oder anderen. Aber das ist jetzt so, was mich persönlich einfach anrührt, dass die mit dabei sind.